Können Sie mal halten? Oh, verdammt. Was ist? Ich weiß nicht, ob mich das Alter schwächt oder der Blutverlust von dieser Prügelei mit dem Landstreicher gestern, aber ich habe eben versagt. Ich hätte sagen sollen, glaubst du, mein Job ist so unwichtig, dass ich den ganzen Tag rumstehen und Fisch halten kann? Dass Sie ja nicht so mies drauf sind heute Abend, wenn wir durch die Clubs ziehen, sonst gehen mir wieder die Bräute durch die Lappen. Von mir aus, ich warte hier und stell die Sache klar. Okay. Hey, du Arsch, denkst du, ich hab nichts besser... Entschuldigung, falscher Arsch. Dorian hängt ewig da drin rum. Ich lasse es einfach fallen! Er weiß, dass ich es fallen lasse. Er will, dass ich es fallen lasse. Er will mir beweisen, dass ich es nicht fallen lassen kann. Das ist ja ein mieser Trick. Aber mich legst du nicht aufs Kreuz, Dorian. Niemals. Niemals! Pinkelpause. Tag, geh jetzt nicht weg. Oh, du bist da drin und belauscht jede meiner Bewegungen, was? Im Erdgeschoss hat sich ein Kind übergeben. Es riecht nach Essiggurken und Milch, fast so, als hätte Enid ein Bäuerchen gemacht. Das ist ihre Chance, ihre Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. Ja, Sir! Augenblick, warten Sie auf mich! Ich begleite Sie und erzähle Ihnen von meinem Lieblingsfleck. Gehen wir um die Ecke. Oh, du bist gut. Nein, muss ich pinkeln. Kämpf dagegen an, denk an was anderes, lenk dich ab. Also, jetzt geht's wieder. Und hier haben wir ein Glas voller schwappendem Wasser. Verdammt! Wie lange dauert das denn noch? Ich hab nichts gegessen, seit ich dem Penner seine Pizza weggefuttert hab. Na, hör mal, Kumpel, reiß dich zusammen. Tagchen. Roger Dorsey, mein Name. Das kann nicht sein. Ich drehe allmählich durch. Wieso kann das nicht sein? Pass auf, erstens sprichst du mit meiner Stimme nur etwas höher. Ungefähr so. Wie geht's, Kumpel? Ach ja? Wenn ich nicht echt wäre, könnte ich dann diesen Ton treffen? Das war wunderbar. Die habe ich nie live gesehen. Sind die gut? Falls Sie sich fragen sollten, warum ich diese Dinger trage. Zum einen, weil jeder bei der Kelso Familienweihnachtsfeier den Namen eines anderen aus einem Hut zieht, den er dann beschenkt. Und ich das Glück hatte, dass mein Name von dem neuen Lebensgefährten meines Sohnes gezogen wurde, einem Mann namens Ray Ray. Und der andere Grund ist, dass meine Arbeitsschuhe voll mit der Kinderkotze sind, die aufzuwischen ich sie vor geraumer Zeit gebeten hatte. Also wird's bald oder soll ich Ihren Lohn einbehalten? Tun Sie, was Sie tun müssen. Roger Dorsey und ich ziehen das jetzt durch bis zum Schluss. Roger Dorsey war mein Zugführer in Vietnam. Er starb in meinen Armen. Sag Bob, dass ich ihn liebe. Fingerkampf! Au, 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 au! Finden Sie das witzig? Mich ein hilfloses Lebewesen umbringen zu lassen. Wenn Sie es nicht für mich halten wollen, warum stellen Sie es dann nicht auf den Tisch? Ich? Nein, du! Ich hab doch versucht! Ray, ich hab angefangen, ihn... Mir ist so kalt. Roger, nicht aufgeben, Kumpel. Wir sind nicht in Vietnam, hol Wasser! Okay.